Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Bequimbo. Wir zocken weiter Far Cry 6 und ich erinnere mich, ich glaube, das ist hier die Stelle, wo wir letztes Mal irgendwie was war denn hier? L1, das ist das R1. Achso, Angriff abbrechen. Krokodil ist auch nicht bei uns, oder? Ja, genau. Also wir haben. Warte mal, wir checken erstmal die Map. Genau, wir sollen dahin. Du willst unsere Hilfe, dann besorgen uns Treibstoff aus dem Depot, damit wir überleben können. Und mache einen kurzen Prozess mit dem Kommandanten, dann werden wir uns nicht so schnell wieder beheiligen. Treibstoff der Revolution, Benito Menguis. So, Big Punkt starten. Oder setzen, habe ich gerade gemacht. Ja, dann werden wir da jetzt wohl hingehen. Let's go! Ja, Leute, wir haben beim letzten Mal, soweit ich es noch gut in Erinnerung habe, haben wir irgendwas niedergebrannt. War irgend so eine Plantage da mit dem anderen Kollegen. Das ist eine Weile her, wo ich hab so ganz im Kopf auf jeden Fall war das auch sehr erfolgreich. Abinanze, dale! Wow! Hier ist ein Problem. Oh, ja. da steigen wir mal direkt ab. Wo ist denn hier meine Lacke? Ja, Kollege, genau, Schnappi, ist das? Schnappi, das Foto. Doch nicht. Ja, was ist das? Was ist das für ein Terrier hier, du? Das ist unglaublich. Mit Gold. Guapo. Was haben wir da? Ein Auto, oder? Oh. Ja, die düsen natürlich schnell ab. Hier ist ein Mensch ums Leben gekommen. Interessiert sowieso keinen. Die wurde hier einfach von dem Hund gut gebissen, muss man sich mal überlegen hier, ja. Also hier wird man einfach so viel Kühe erfallen und Also. Moving! Ey! Ja, jetzt gibt es ein bisschen Fleisch. Den Guapo. Ja,
da setz mich jetzt mal. Tiene que sentir la clave, sonero que se respete. Tiene que sentir la clave, porque allí es que está el secreto. La clave tiene la llave, pa tocarle al bailador. Esta gente sí que sabe. Yo quiero que me des un palo de más que más de vino. Palo de arte. So Leute, da sind wir schon wieder. Was mitnehmen? Oje. Nee, ausschalten. Das ist mit der Musik schon in Ordnung. Wir gucken einfach mal, was es denn hier so in diesem Gebiet hier so zu entdecken gibt. Ein Hafen ist es hier, oder was soll das hier sein? Hier irgendwie, kann man hier irgendwo rein, oder? Ja, geht hier wohl nicht. Das Dach geklettert. Na gut, es ist hier alles nichts. Gut, dann gehen wir mal direkt zu dem Typ da vorne. Da ist ja auch so eine Werkbank, so wie ich das sehe. Was hat denn da jetzt gerade aufgeleuchtet? Medizin. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Fünfmal Medizin. Das ist auf jeden Fall gut. Dimelo. Ja. Hey, holy short today. Bevor wir mit dem reden, wir mal, ob wir hier auf der Werkbank hier irgendwas Interessantes machen können. Primärwaffe 1. Talisman brauchen wir nicht. Giftgeschosse. Haben wir auch gemacht. Auch nicht schlecht. Gut, das ist Primärwaffe 1. Primärwaffe 2. So ein Schalldämpfer. Was gibt's hier? Kein Mut eingebaut. Panzerbrechende Munition, weichziehende Munition, Giftgeschosse. Munition. Aber denn noch? Aber denn noch Scharfschützengewehr? Standardmunition. Viermal Mittelstreckenprofil. In diesem Fall ist kein Mut eingebaut. Besser. Talismane haben wir ja nicht. Was ist das? Aussehen.
Ja, machen wir mal so, komm. Jetzt auch egal. Was haben wir denn hier noch? Ach, dieses Ding da, gell? Brennstoffe. Kann man doch nichts machen mit dem Aussehen. So, jetzt denken wir, haben jetzt alles gemacht. So, jetzt reden wir mal mit dem Kollegen. Let me guess. Clara Garcia talked you into this. She even had us fishers hooked on her Libertad nonsense. Convinced us to help her little invasion of Santuario. Lost 5 of my best. Now Clara calls me begging for boats. More recruits. Pfft. I'm a pirate first. Fisher second. Thank the blockade for that. We use our boats to pull fish from the sea. And we get people and contraband past the army. But el presidente tightened his grip. The new comandante, Rosario, has locked down all the fuel to keep it out of Libertad's hands. Murders anyone who dares get near it. Clara wants us to help Libertad. Take back that refueling station. Kill Rosario. Help put food back on our tables. Suerte, compay. Danny, the only thing better than a guerrilla is a guerrilla with a nice ride. You want me to steal one? Been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now. You need a car? Just call for one. I'll have a friend bring it right to you. Gracias. Well, you don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car, Danny. So, sichere die FND-Basis. Ich brauche Benzin aus dem Cabeza-Treibstofflager für Benzin und... Du kannst das Fahrzeug über das Inhalten Waffenrad aufrufen. Dein Fahrzeug wird dann direkt zu dir ausgeliefert. Kofferraum hat zum Beispiel Bedarf Munition auffüllen. Na, das ist doch praktisch. Ja, dann holen wir mal das Fahrzeug gleich. Gonna grab a ride. Maybe this will work. Ja, gute. Don't wreck this one, okay? I appreciate it. Also, Munition auffüllen. Haben wir auch gemacht. Ja, dann steigen wir mal hier ein, oder? Dann hätte da was auf dem Fahrersitz sitzen. Treibstoff. Du willst unsere Hilfe, dann besorgt den Treibstoff. Gut, was haben wir hier? Treibstoff der Revolution. Treibstoff der Revolution 3. Na ja, gut, dann gehen wir dahin. One. This is a nice car. That's not a car, Danny. That is a 1956 Pullman Valentina. She's a work of art. Just like me. Except I don't have a ram welded to my chassis to fuck up anyone who gets in your way. You're definitely one of a kind. Warte mal, ich will mir mal die Karre nochmal angucken. Der hat einen Rambock vorne, tatsächlich. Guckt euch das mal an, Leute, hier. Der Wagen hat einen Rambock. Das kannst alles hier einfach in die Ecke schieben. Und auch so sieht er total stabil aus. Ja, und dann hast du oben so ein Geschütz, da kannst du dich draufsetzen, kannst alles wegballern. Also das ist hier schon, das ist hier schon eine Maschine. Hier hoch. Oh ja, können wir auch gleich. Wo ist denn hier einer? Ah!
Nee, das ist ja ein richtig gutes Ding. Nee, die ist unschuldig. Die hat nichts damit zu tun. Aber der da hinten nicht. Das sind harmlose Leute hier. Das sind alles Zivilisten. Die haben damit nichts zu tun. Oh, habt ihr das gesehen? Wie kann man das denn ranzoomen? Mich erledigt. Das war's hier, Leute. Die haben mich tatsächlich erledigt. Ja gut, Schweins kommt auch mal vor, ne? Aber wir müssen mal schauen, ob wir also wenn Verstärkung kommt, dann sind wir komplett im Arsch. Das ist halt so bei der Verstärkung, das kannst du alles komplett vergessen. Aber so, wir gucken mal, ob wir da jetzt uns irgendwie. Wir machen das jetzt mal auf die andere Tür. Dinga! Shit, I can't see them. Spread out. Checkpoint. Stay alert. Got to watch it. Cover me! Wo ist das Scharfschützengewehr eigentlich? Hier. Ja, das muss man hier alles bedacht machen, weil jetzt hat man hier direkt. Put it down, down. Gut. Ahí, coño, ni pego.
Ist ja nicht so gut, dass die hier alle Eigentlich, Leute, kommen wir hier von unserer Hauptaufgabe weg, ne? Weil, eigentlich wollten wir ja hier ganz was anderes machen, aber jetzt sind wir hier beschäftigt, diesen Beschäftigungspunkt hier irgendwie zu erobern. Das müsste man doch irgendwie entschärfen können, ja, haben wir auch, das heißt, der Stützpunkt ist erobert. Fuck that shit. So, Leute. Jetzt haben wir hier sogar unseren eigenen Stützpunkt. Juan, the checkpoint is clear. Didn't that feel good? You've earned some guerrilla karma today. Keep it up, Danny. So. Jetzt haben wir das auch herausgefunden, wie das funktioniert. You. Yeah, you. Que bola. You want to hit the military where it hurts? There's an anti-aircraft site on Santuario. Blow it up. Gracias. So, wir haben einen Stützpunkt hier, der nicht mehr hier zu diesem, wie heißt denn der, diesem Gouverneur hier gehört, sondern zu uns, ne? Und, ne, da wollte ich eigentlich nicht hin. Sitz tauschen. En ese frente y cumple la meta que tienes en mente. El destino está al dente, efectivamente consciente de un cambio inminente. Mucho racismo agota mi gente. Bro, se me entiendes, comprendes. Estamos de Linca de Tango, es un chulo. Con su quinio y su chulo. Ich guck jetzt mal erstmal auf die Karte, wie das überhaupt aussieht hier. Ah ja, der Stützpunkt FND, Kontrollpunkt erobert. Guerillas patrouillieren vor Ort. Fahrzeuge stehen zur Verfügung. Nagelsperren wurden entfernt. Mhm.
Militärisches Ziel, Flugabwehr. Ja, wir werden hier einige Stützpunkte hier noch erobern müssen, aber auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal. Heading to the field. Vamos que esperas, comienza con esteras. Te que te casa con ojeras. Pero guarda el bosque, yo sé que todo se puede lograr si te esmeras. Hola tu raza en cante. Also das geht mal gar nicht, ja, gut schon geschießen, gell? I'll do what I can, Clara. Schießt da einfach auf Unschuldige. Granada out! Oh. Oh shit! So, wieder geheilt. Porque no hay nada real, soy un dinosaurio que se escapó del Jurassic Park. Tengo a la competencia metida entre mis renglones. Tengo dones que no podrán copiarlo ni aunque... You've got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, yeah, I got you. Thank you.
Stolperfahrt. Get back here. Where did you go? Sniper on Overwatch. To kill the alarm. No. I say we bring an end to tolerance. Boah, da kamen die einfach von hinten. Habt ihr das gesehen, Leute? Die kamen einfach von hinten, du. Ich hab eigentlich gedacht, da wäre nur diese eine Scharfschütze da, aber die kamen von hinten, ey, das war ja richtig krass. Wie haben die mich denn gesehen? Wahrscheinlich, weil ich da über diese Stolperfahrt bin. Und da waren sie auf einmal da, die Kollegen. Die sind doch bestimmt hier irgendwo auf den Treppen hier. Can't hide from me. Machen wir jetzt mal anders. Oder war das einfach ein Auto, was von ihm gekommen ist? Also Leute, ich habe keinen Plan mehr, aber es ist auf jeden Fall, waren die Soldaten da. Und zwar nicht gerade wenige. Von wo die auch immer hergekommen sind. Und dann haben die meinen Wagen gesehen auf der Straße. Ist natürlich auch total blöd, den direkt davor zu parken. Egal, weil ich will jetzt hier erstmal ganz was anderes bestimmen. Kamera. Lieber Mando. Also hier ist eine Kamera, ja, die müsste man auch irgendwie ausschalten. Thank you.
Okay, die ist schon mal aus. Das ist schon mal gut. Leute, wir müssen einen direkten Plan haben. Ich kann euch sagen, wie der aussieht. Wir müssen erstmal dadurch, die Kamera ist ja jetzt aus, das ist schon mal so. Wir müssen da raus zur Kamera und müssen hier diesen Alarm deaktivieren. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir den Alarm deaktiviert haben, dann können wir uns auf den Weg machen. Wir werden kleine Waffen benutzen. Schon mal geklappt. Aki. Schlüssel zum Lagerraum. Okay. Ich glaube, ich kletter mal hier hoch. Fleisch gesehen, ne? Noise.
shit! Das Öl ist weg, oder was? Boah, jetzt hör doch auf. Ach, ich hab's hinbekommen. Kein Alarm. War schon mal gut. Ich hab schon gedacht, das hätte nicht geklappt. Aber es hat geklappt, Leute. So. Primärwaffe. Was haben wir denn noch hier? Ja, irgendwie können wir jetzt hier eh nichts machen, so wie ich das sehe. Benito, the fuel station is open again. You can take as much as you need. Das Regime bezwingen. Bezwinge die Regime, um stärker zu werden. Um dies zu schaffen, kannst du militärische Ziele einnehmen, militärische Vorräte, Ressourcen zerstören und stühlen. Einsätze abschließen. Hey, machen wir doch. Hier. Okay, Danny. But now is the hard part. The Commandante Rosario is a murderer, and she's not going to stop. As long as she's alive, this island is safe. I hear you, Benito. Ja gut, Leute, haben wir doch alles richtig gemacht hier, so wie ich das sehe, ne? Alles richtig gemacht. Wir haben das hier erobert und es hat ganz gut geklappt. Und das Wichtigste ist, denke ich einfach mal bei dieser Sache hier, dass man hier keinen Alarm auslöst. Das kenne ich noch aus den anderen Parkours. Wenn der Alarm ausgelöst wird hier, dann hast du so viele Gegner. Das kannst du überhaupt nicht bewältigen. Das war ja jetzt schon schwer hier. Die haben sogar den Warpo hier. Das ist
Krokodil haben wir weitergesetzt. Wie viel ich das Benzin genau brauche, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Was haben wir hier? Fahrzeugrufen. Nee, das kann ich auch anders machen. Da braucht auch kein Telefon. Ja, Alarm zerstört. What do you know? We found a sacred site dedicated to Triada. There's treasure in there, but... Ja gut, der redet jetzt irgend so ein wirres Zeug, was sowieso keinen interessiert. Auf jeden Fall... You just sign on? Auf jeden Fall haben wir das ganz gut gemacht, so wie ich das sehe. Und wenn ich mir das jetzt mal auf der Karte angucke... Ja, jetzt wird langsam alles blau und nicht mehr rot. Kabeza, Treibstofflager hier, Werkbank, Tuans Waffenhändler, also alles da hier, alles aufgeleuchtet, alles blau. Jetzt können wir auch eine Schnellreise machen. Akunama, Ackerland, das ist alles rot hier noch, das gehört alles noch den Gegnern. Prima, Leute, also... Ihr habt's gesehen, ne? Wir haben hier schon wieder eine große Mission hinter uns gebracht und wird wahrscheinlich auch noch immer besser werden. Wir werden auf jeden Fall hier das Gameplay beenden und werden beim nächsten Mal weitermachen und die anderen Treibstofflager hier noch, seht ihr hier auf der Karte da oben, die zwei, die werden wir auf jeden Fall uns noch holen. Ja, und bis zu dem Zeitpunkt kann ich nur sagen, macht's gut, lasst gerne mal ein Like da und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Also, macht's gut, bye bye, ciao.